So, meine Freunde, ich zeige euch mal in dieser weiteren Legometrie, wie ich einen Achtkant, einen wirklich super guten Achtkant, aus Flügeln gebaut habe und diesen auf einen modernen, auf einen flachen Drehkranz gesetzt habe. Das ist auch nicht so schwer. Ich zeige euch erstmal das Ganze als Gesamtheit. Ist auch schön drehbar für einen großen Breakdancer oder was auch immer hier, den könnt ihr noch mit weiteren Flügelplatten verlängern. Und so sieht das Ganze von unten aus. Und das Ganze sitzt schön auf einem neuen Drehkranz. Jetzt werde ich euch mal zeigen, wie ich das gemacht habe. So, dazu folgendes. Ich muss das Ganze jetzt erstmal hier lösen aus diesem Aufbau heraus. Dass ich den das Segment und dieses hier herauslöse. So. Und den Rest kann ich so herausheben. Dann habe ich diesen modernen Drehkranz und eine Befestigung daran. Zunächst einmal zeige ich euch genau, wie ich das hier in der Mitte festgemacht habe. Dazu habe ich genommen eine 7er Kreuzachse. Eine 8er ist ein bisschen, da müsst ihr ein bisschen hin und her tricksen. Die 7er ist von der richtigen Länge zur 8er Länge. Die wird nicht reinpassen. Das werde ich euch auch mal erklären, warum das so ist. Oder andersrum ausgedrückt, ich habe es selber noch nie ausprobiert mit einer 8er. Auf jeden Fall hier, dieser Drehkranz. Da habe ich diese T-Stücke genommen. Mit den schwarzen Pins so eingefügt. So, habe ich also schon mal so einen Grundaufbau. Dann habe ich genommen diese Winkelstücke. Hier diese Winkelstücke. Die sind Größe 4. Oder Winkel Nummer 4 haben die. Die habe ich dann so in Kreuzlochsteine hineingesteckt. Mit dreier Kreuzachsen. Das Ganze schön miteinander verfügt. So. An die andere Hälfte genauso aufgebaut. Und unter diesen Kreuzlochsteinen habe ich diese Springerplatten, wie die da so schön heißen, eingefügt, die dann auf die Unterseite der Kreuzlochsteine gesetzt. Hier, das habe ich ausnahmsweise mal hier auf den Flügel gesetzt, das hat aber seine Gründe. Dann habe ich das Ganze zusammengeschoben. Dann habe ich einen Achtkant. Mit diesen Springerplatten drunter, die werde ich jetzt mal weiter verwenden hier. Die anderen werde ich jetzt noch dabei fügen von den Flügelplatten herunter. So. Dann habe ich diesen mittleren Grundaufbau fertig. So. Den habe ich also fertig. Und den mittleren Grundaufbau habe ich auch fertig. Dann habe ich Flügelplatten. Diese, ich weiß nicht, ob die heute noch in den Baukästen gibt. Die sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 3, beziehungsweise wenn ich die Ecke einfüge, 8 mal 4. Hier habe ich dann so gefügt. Dann habe ich hier außen etwas verlängert, diese 1 mal 4 Flügelplatten. Das sind die moderneren. Drei Stück von diesen 2, 3 mal 2. In der Mitte unten als Halter eine 2 mal 8.
Und eine 1x8, ihr könnt auch eine 2x8 und noch eine 2x8 oder wie auch immer was nehmen. Es Hauptsache es hält. Dann habe ich das Ganze auf diesen Ring hier so festgemacht, festgesteckt. So, drei Stück von den schwarzen hier, drei Stück von den schwarzen anderseitig. Hier und hier. Dann habe ich hier diesen, ihr seht es ja, mit den beiden, wo die Träger dran kommen. Da werde ich jetzt meine 8er Achse mir besorgen. Und dann mal gucken, ob das auch mit einer 8er hält. Ansonsten muss ich dann wieder meine 7er Achse nehmen. Also. Eine 8er Achse seht ihr. Habe ich in weiß genommen. Ist zu lang. Die passt nicht in das Oktogon rein. Die müsstet ihr dann ein wenig abschleifen. Also nehme ich wieder die 7er Achse. Die passt so rein. Ist ein bisschen die Trickse, aber es geht. So. Also, wieder zusammengefügt. Dazu nehme ich, ja, wie nehme ich das jetzt? Wieder die Flügel, hier diese beiden andersfarbigen, den orange-gelben und den blau-hellblauen. Das auf Seite. Und setze die wieder hier ein, und zwar in diese T-Stücke. Bisschen schieben und ziehen noch, dass das genau passt. In die T-Stücke unten rein. Beidseitig. So. Dann habe ich hier wieder diesen Aufbau. Der ist so ziemlich wabbelig, aber wenn ich jetzt diesen vorbereiteten Rest nehme, einfüge, ist immer ein bisschen die Trickse. So. Und wie ihr seht, habe ich den Oktogonal, den Achtkant, wieder auf dem modernen Drehkranz befestigt. Und noch ein kleiner Tipp von mir, das habe ich auch entdeckt beim Fummeln und Denken. Ich habe hier diese flachen Platten, die habe ich hier mal in durchsichtig genommen, die passen hier auf die Ecken rein, auf die Höhe. So kann ich diese Flügel, die Ausleger, Platten für was auch immer, Breakdancer, vier Drehkreuze drauf, untereinander etwas stabilisieren. So. Und der letzte auch noch, das ist es hier, nochmal von unten, und das hält durch diese 7er Kreuzachse und diesen aufgebrachten Verbindungen mit diesem 8er Kranz, hält das schön fest. Und wenn ihr ein bisschen Pfeil oder sowas habt, da könnt ihr euch eine 8er Achse nehmen und die etwas zurechtschleifen, dass sie etwas kürzer ist, auf 7,9 oder 7,8, dass die auf jeden Fall reinpasst, und so ist das Ganze schon einigermaßen stabil. Weiter stabilisieren kann ich es erstmal nicht, da passen diese Gelenkstücke passen nicht hier rein und sowas, das alles ein bisschen, so ist schon so weit, wie es von der Lego-Maßen her geht. Und ja, dieses Ding, für wenn einige fragen, warum diese kleinen Drehplatten drauf sind, da arbeite ich an was
Besonderen, das ist dieses hier. Mal kurz abklicken. Es ist dieser Aufbau hier, wo ich die Oktogonalplatte auf diesen vorbereiteten Drehkranz setzen werde. Und was es ist, ich kann es euch mal ohne diese aufgebrachte Achtkantdrehplatte fahren. Es ist auf jeden Fall drehbar hier. Es ist was Ultraflaches und so als Exzenter. Und noch mit einem Hub ausgestattet. Es wird auf jeden Fall etwas Besonderes und dazu habe ich auch einige Zahnräder umgeschliffen. So viel sei nun mal gesagt, es wird demnächst als Video hineinkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen.